Okay, wir sind hier jetzt in der Top 8. Beißel versus Fuego Elo. Also hier ein Teamkill auf jeden Fall. Die beiden haben auch schon öfters gegeneinander gespielt, aber noch nie in der Top 8, denn Fuego Elo war noch nie in der Top 8 hier bei LEZ. Aber in letzter Zeit einfach so clean gespielt. Ich bin mal gespannt, wie er mit Fox gegen Beißel spielt. An sich ein gutes Matchup für Fox. Rushdown hat Beißel hier Duckhand auf jeden Fall Probleme mit, aber bei Beißel schwierig mit Fox, also ich habe es früher auch immer versucht, schwierig tatsächlich. Auch mit Reflektor und allem, sobald man einmal rauskommt und eine Dose abbekommt, wird es einfach frustrierend mit Fox. Naja, mal schauen, wie das hier aussieht. Oh, jetzt ist hier gerade früh ein Stock verloren, einfach in eine Dose reingesprungen. Müssen mal schauen, ob Fuego hier zurückkommen kann schnell. Ist mal nicht so schön mit, oh mein Gott, was für ein Upsmash. Einfach durch den Downsmash. Sehr gut getimed. Die Dose kann man auch reflektieren, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Genau, oder? Aber die, ja, es ist immer ein bisschen schwierig zu predikten, was die Dose als nächstes macht. Okay. Auch wenn sie reflektiert wird, auch wenn sie im Boden liegt und du reflektierst sie und so. Man sieht so ein bisschen Fuego Elo. Oh. Ja, und Beißel ist da halt einfach so clean mit Spikes. Ja. Jetzt natürlich Best of Five inzwischen. Und Beißel gerade gut am Führen. So, gehen wir mal in die Top 8. Oh, okay. Das habe ich so noch nie gesehen. Das war auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Und jetzt schafft das auch endlich, den Kill zu bekommen. Und 49%. Es ist nicht unschaffbar hier gerade. Sehr machbar. Gut, also. Estien und Belcampo sind auch schon am Spielen. LDT und Squallen haben schon gespielt. Ist auf jeden Fall eine interessante Top 8. Es gab sehr viele Upsets diesmal. Just und Skelly auch am Spielen. Damit ist die ganze Top 8 gerade versorgt. Und wir sehen hier Beißel gegen Fuego Elo. Das erste Game. Letzter Stock auch schon für ihn. Gut, also. Bei Fuego Elo, da er ja drei Charaktere spielt, bin ich mal gespannt, ob er wechselt. Fox an sich, ein guter Pick, würde ich sagen, gegen Duckhand. Aber ich weiß nicht, wie das klappt gegen Beißel. Es ist schwierig. Schwierig gegen Beißel einfach. Interrupted Combos ja auch so gerne mit der Dose oder irgendwie mit einer Frisbee oder so. Mhm. Deswegen, ja, ist halt so die Frage. Bleibt bei Fox, wie es aussieht. Jo. Gut. Dann rein in die zweite Runde, ne? Ja, es geht weiter mit Fox. Okay, also. Fuego Elo muss auf jeden Fall aufpassen, wenn er offstage ist. Also am besten gar nicht offstage gehen. Keine risky Manöver oder sowas, weil Beißel einfach viel zu clean mit seinem Spike umgehen kann, gerade gegen einen Move wie die Side B oder die Up B von Fox. Oh. Das könnte jetzt scary werden gerade. Hier ist ein Setup. Oh, er bleibt hängen, okay. Ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen, hat hier nur minimal Damage gefressen. Anstatt drüber zu hüpfen und dann. Da hätte auf jeden Fall ein Schlimmeres passieren können, sagen wir so. Und das war der erste Stock von Fuego Elo. Das war wichtig.
Ja, Beißel rennt immer mit dem Damage so ein bisschen davon, ne? Mhm. Gerade wenn er ein Stocklead hat. Es ist immer schwierig, um das Ganze rumzuspielen. Da ist einfach viel, worauf man achten muss. Und gerade in so einem Best-of-Five-Set wird man irgendwann sehr mürbe. Und ja, das Frisbee-Setup. Und das meinte ich mit, es hätte schlimmer laufen können. Da an der Edge kannst du immer zu so einem Spike-Setup kommen. Oh, er hätte es fast gehabt. Okay, da wurde auch mal eine Dose reflektiert. Ich habe das Gefühl, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege, dass mit dem Duckhand-Duel es ist so ein bisschen darauf ausgelegt ist, die Stage so ein bisschen zu dominieren und also relativ viel Raum einfach einzunehmen. Auf jeden Fall, ja. Also Duckhand-Duel will Platz haben, um seine ganzen Projektile rauszuspammen, die ja teilweise delayed kommen oder einfach liegen bleiben, alles Mögliche, und damit kann er halt einfach viel Raum auf der Stage nutzen, die der andere dann halt nicht ohne Risiko nutzen kann. Und da liegt so ein bisschen die Kunst darin, wenn man gegen Duckhand spielt, dass man einfach weiß, wo man sicher ist und wo nicht und wie sich die Projektile verhalten. Weil das ist schon ziemlich wichtig zu wissen, außer man hat irgendwie einen Charakter, der komplett Duckhand wegjankt. Das sind aber nicht so viele. Oh, und der Upsmash, einfach reingesprungen, ja. Ja, ist schwierig. Wie gesagt, man kann nicht auf alles achten und dann schaut man auf die Projektile und achtet mal nicht auf Duckhand und schon ist man in irgendeinem Smash drin. Mhm. Nicht leicht. Und ich bin gespannt, es bleibt auf jeden Fall bei PS2. Ich bin mal gespannt, ob es auch bei... Okay, wir bekommen auf jeden Fall eine andere Steuerung, so wie es aussieht. Und wir sehen Young Link. Mhm. Verständlich aus deiner Sicht? Ja, ich meine, es hat nicht so wirklich geklappt. Da muss schon noch mehr Pressure drauf sein und noch präziser gespaced werden, damit der Fox da eine sichere Choice ist. Mit Young Link ist es so, er kann halt wenigstens selbst auch spammen. Mhm. Also hier den Boomerang zum Beispiel, oder? Ja, genau. Und seine Setups da machen. Also ich bin mal gespannt, wie das hier ausgeht. Ich habe das Matchup noch nie gesehen. Young Link halt einfach, er ist schon ziemlich flink und er hat halt Projektile, die auch gegen einen Charakter wie Duckhand nützlich sein sollten. Weil die Pfeile bekommst du ja so schnell raus. Ja. Wobei eben gerade, habe ich gesehen, ein Pfeil zerstört nicht mal eine Clay Pigeon. Also die Side B von Duckhand. Mhm. Das ist auch immer so. Also das meine ich mit, wie die Sachen interagieren, das muss man einfach wissen. Wie viele Schüsse man braucht, um etwas zu zerstören, oder eigentlich will man nicht mehr als einen haben. Sonst ist es relativ nutzlos. Mhm. Aber man kann sie immer blocken damit. Das sieht auch schon besser aus. Also es kommt natürlich darauf an, wer hier den ersten Kill macht und wie lange auf den Stocks gehalten wird. Aber jetzt im Moment sieht das relativ even aus. Ja. Oh oh. Ja. Ja, darin ist halt Beißer so gut. Also zweimal. Drei. Alter. Ja, man darf halt nicht mal einen Knopf drücken. Er hat eben gerade die Baker gemacht, weil man danach fast fallen kann und schneller auf der Stage ist. Aber man hat gesehen, er durfte nicht, weil er direkt von der Dose getroffen wurde. Also konnte nicht mal die Baker ausführen. Und in dem Fall kannst du nur warten und air dodgen. Oder irgendwie ausweichen halt. Nicht leicht. Nee, fliegt sofort irgendwie eine Dose ins Gesicht, sobald du dich irgendwie bewegst. Und der F-Smash, wow, okay. Und das ist jetzt schon wieder eine riesen Stocklead hier gerade. Ja. Und der Up-Smash, okay. Ja, bewahrt sich hier noch die kleine Chance. Und schon ganz gut zurückgekommen gerade. Aber es gibt natürlich, also er
bekommt immer so kleinen Poke ab und irgendwann ist das einfach eine ganze Menge Damage, aber ja, das killt, okay. Was ich gerade ganz interessant fand, wie Beißel die Dose halt auch einfach defensiv eingesetzt hat, um sich da vor dem, wenn ich richtig liege, vor dem Spike quasi zu retten. Er hat die Dose nach oben und das Fuego Elo ihn da quasi nicht von oben attackieren konnte. Ja, also das sieht man nicht selten bei Beißel, dass er sich irgendwie mit der Dose schützt. Haben wir schon einige Male gesehen, dass er sich mit der Dose rettet. Aber auch manchmal einfach killt damit. Ja. Weil er denkt, da kommt irgendwas und dann wird er halt von der Dose getroffen und hat schon so viel Prozente. Okay, also jetzt gerade hat er durchgehend ein bisschen mehr Prozente, aber da ist alles offen. Er kommt nur nicht so richtig on stage, er kommt nicht rein gerade und das ist halt so der Spam, ne? Das Spam-Battle. Also wer gewinnt das? Jetzt gerade ist es schwierig für Fuego da irgendwie durchzukommen und da wird die ganze Zeit von irgendwelchen Stray-Projektilen getroffen. Okay, Dose jetzt hinter ihm. Und guck mal, der Gunman steht halt einfach da, ne? Oh mein Gott. Ja, okay, also 3-0 hier für Beißel. Ziemlich dominant. Das letzte war schon knapp, aber